Dieses Video ist ein Update zu meinem Video vom letzten Sonntag. Ich bin der Callcenter-Crasher und war sehr erstaunt darüber, dass mich die Betrügerplattform Blocknox am Mittwoch wieder anrief. Am Sonntag ging es um blocknox.net. Diese Seite war dank der Behörden schon nicht mehr erreichbar. Die BaFin hatte darüber eine Bekanntmachung herausgegeben. Hört euch also an, was in den beiden Telefonaten an Informationen herauskam. Wie immer geht's nach dem Intro los. Hallo? Hallo? Ja, hallo, guten Tag. Spreche ich mit Herrn Jochen Stegmüller? Ja. Sehr angenehm. Mein Name ist Alexandra Lehmann, bin Account Managerin von Blocknox. Ich rufe Sie an bezüglich Ihrer Meldung bei uns für das Trading. Ja. Herr Stegmüller, sagen Sie bitte, haben Sie schon Erfahrung? Haben Sie mal gehandelt? Ich habe schon mal gehandelt, ja. Wie war Erfahrung? Positiv oder negativ? Positiv. Sehr gut. Also wir bieten für unsere Kunden 2 Wochen Probezeit, 70 Euro Willkommengeschenk und Sie können unsere Plattform testen und verdienen. Ihr Handelskonto können Sie mit Visa-Card, Mastercard oder Online-Banking aktivieren. Ja. Sagen Sie bitte. Das war doch, ja, Augenblick, ich muss mal kurz was gucken. Moment, ich muss mal schnell was gucken. Irgendwo meine ich da auch noch, Augenblick so. So, oh, er schreibt gerade nicht so. Jetzt versuchen wir nochmal. So, das war doch Ihre Seite blocknox.net, auf der ich mich angemeldet hatte, ne? Ja, genau, das stimmt. Ja, okay. Gut, dann muss ich da mal drauf gehen. Ja. So, blocknox.net. Nö, ist gar nicht erreichbar. Ja, nicht erreichbar? Nein, wenn ich auf blocknox.net komme, sehe ich hier dann.com. Coinchain.io steht zum Verkauf. Was hat das mit Blocknox zu tun? Warten Sie kurz, ich prüfe nochmal. Ich prüfe nochmal, was ist. So. Aha, hier steht. Hallo? Ja. Hier steht Blocknox. Warten Sie kurz, dann müssen Sie andere Seite, also Blocknox, aber EU. Warten Sie kurz. Na, da warte ich doch gerne. Gut. So. Einen Moment bitte. Jetzt ich frage bei meine Kollegin, ja? Ja. Sie können blocken. Warten Sie kurz. Ja, ich warte kurz. Also das heißt blocknox.co.uk, also ja. UK. Nein, ich hatte mich angemeldet auf blocknox.net. Wieso ist das ja, jetzt? Das warum ist es jetzt anders? Nee, ich weiß nicht, das ist vielleicht wegen technischen Gründen, aber das ist Blocknox. Das ist auch Blocknox. Das ist auch. Ja, aber warum haben Sie jetzt eine andere Domain? Das möchte ich gerne wissen. Das ist keine Ahnung. Ja, das ist doch Ihre Firma. Und was hat Coinchain.io damit zu tun? Das ist Blocknox Coin.io. UK, also nein, das war nicht meine Frage. Das war nicht meine Frage.
Was hatte ich denn gefragt? Ja, ich habe verstanden. Ja, was denn? Was habe ich denn? Was habe ich denn gefragt? Wegen Domen. Ich verstehe, was meinen. Ja, was habe ich denn gefragt? Sagen Sie mir, was ich gefragt habe. Wenn Sie es verstanden haben, können Sie es ja jetzt wiederholen. Ich wiederhole nochmal. Sie haben mich gefragt über Domen. Warum haben wir andere Domen? Ich habe doch was anderes gefragt. Das haben Sie also gar nicht gehört. Nein. Doch. Nein, doch. Sie haben wegen, Sie müssen. Ich habe etwas anderes gefragt. Soll ich laut und deutlich reden? Hören Sie dann besser? Herr Steckmüller, wiederholen Sie bitte. Was haben Sie gefragt? Was hat Coinchain.io damit zu tun? Das weiß ich nicht. Ich habe doch gesagt. Ja, aber ich habe gerade. Ich kann es Ihnen gerade noch mal wiederholen. Ich habe blogdocs.net eingegeben. Dann kommt eine Meldung. Lassen Sie mich jetzt ausreden oder lassen Sie mich nicht ausreden? Wollen Sie es wissen oder nicht? Dann reden Sie bitte, ich höre. Also, ich habe blognox.net eingegeben. Dann kommt eine Webseite, dann.com. Und dort steht, Coinchain.io steht zum Verkauf. Was hat Coinchain.io mit Blockdocs zu tun? Weil wir verkaufen Coin auch. Coinchain.io. Die Webseite steht zum Verkauf. Die Webseite. Ich bin ganz entspannt. Ich bin fürchterlich entspannt, ja? Bin ich. Ja, Sie wissen doch gar nicht, wie entspannt ich bin. Ich sehe das nicht. Sie reden immer so mit solchen Ton. Ja, natürlich, weil Sie ja gar nicht verstehen, was ich sage. Ich habe dreimal gefragt und Sie haben nichts verstanden. Sie haben meine Frage nicht beantwortet, deswegen rede ich laut und deutlich. Ich antworte nochmal. Wir arbeiten mit Kryptowährungen. Das hat aber... Nein. Das kann unser Finanzberater sagen. Ja gut, dann geben Sie mir auf den Finanzberater. Ja, dann warten Sie kurz. Ja. Hallo. Hallo, was ist los bei Ihnen? Ihr Telefon ist kaputt. Herr Steckmüller, In fünf Minuten ruft, er ist beschäftigt. Oh, er ist beschäftigt, er ist zu beschäftigt. Ah, er ist klar. Ich weiß, ob. Ich werde schon sehen, ob er anruft. Ich glaub's nicht. Das ist dein Problem. Das ist dein Problem, Betrügerin. Dein Problem, Betrügerin. Die minutenlangen Wartezeiten auf den Finanzberater habe ich herausgeschnitten. Habt ihr gehört, wie sie vom förmlichen Sie auf das Du gewechselt ist und dann plötzlich doch aufgelegt hat? Umso erstaunlicher war ich, als da doch noch jemand zurückgerufen hat. Hier nun das zweite Gespräch. Hallo? 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 Ja, guten Tag. Spreche ich mit dem Herrn Jochen Steckmüller? Ja. Wunderbar. Max Eisenhardt ist mein Name. Ich rufe Sie bezüglich Anmeldung an. Sie haben auch gerade eben mit einer Mitarbeiterin von uns gesprochen, mit der Frau Alexandra Lehmann. Ist das korrekt? Ich weiß ja gar nicht, von wo aus rufen Sie denn an? Welche Firma sind Sie denn? Blocknox. Vom Blocknox. Herr Steckmüller, der Grund, warum ich Sie anrufe, ist genau, wir haben gemeint, ich bin von der Finanzabteilung und wir haben zu der Frau Lehmann gemeint, dass irgendwie, warum die Daten oder geändert worden sind oder sonst was. Also welche Fragen haben Sie denn? Ich wollte einfach mal kurz Ihre Fragen beantworten, falls Sie welche Fragen haben. Ne? Ja, habe ich. Ich hatte mich angemeldet. Darf ich die Frage jetzt stellen oder nicht? Ja, natürlich. Ich habe mich damals angemeldet bei der blognox.net. Und wenn ich jetzt das auf. Stimmt, das ist korrekt. Ja, und wenn ich jetzt auf blognox.net gehe, dann wird mir sofort angezeigt, dass eine. Oh, ich muss mich nochmal aufmachen.
Da steht zum Beispiel drin, wenn ich meine Frage nicht zu Ende stellen kann, dann hat sich das schon erledigt. Komm, hauen Sie raus. Ja, hauen Sie raus? Was haben Sie denn für eine Sprache? Schauen Sie mal, wenn Sie jetzt, Herr Steckmüller, wenn Sie investieren wollen, ja, wenn Sie nebenbei ein Einkommen haben wollen, ja, keiner zwingt Sie jetzt dazu, hier zu investieren oder sonst was. Wenn Sie die Handelskonto aktivieren möchten, können Sie das gerne machen. Der Grund, warum das jetzt so ist, warum wir die Linkdaten geändert haben, es wurde versucht, mit unserem Namen Geld zu verdienen von Und dann hat der Herr Eisenhardt einfach aufgelegt. Was hat er als Begründung gesagt? Es wurde versucht, mit unserem Namen Geld zu verdienen? Faktisch war es so, dass die Blocknox.net mit dem guten Namen der Blocknox GmbH Geld verdienen wollte und dem wurde ein schneller Riegel vorgeschoben. Am heutigen Donnerstag rief ich direkt bei der BaFin an, um sie davon zu informieren. Die Dame an der Hotline der BaFin war sehr interessiert und wusste sofort, worum es ging, als ich den Begriff Blocknox sagte. Sie bat mich, direkt der entsprechenden Fachabteilung eine Mail zu schreiben, was ich sofort tat. Bis jetzt um 22.30 Uhr habe ich keine Antwort erhalten, was aber auch normal ist, da die neuen Fakten erst beweissicher dokumentiert werden müssen. Danach rief ich noch bei der Börse Stuttgart an, unter deren Dach ja die Blocknox GmbH fungiert. Auch die waren sehr interessiert. Und nun bin ich gespannt, wie lange die Blocknox.io noch erreichbar bleiben wird. So viel zu diesem Update-Video. Danke, dass ihr dabei wart. Bis Sonntag, euer Callcenter-Crusher.